Nike, wie geht's denn? Hat's noch Temperatur? Nee, ja, frisst auch und keult sie wieder. Ja, da kommt doch bald die Milch. Du hast mir mal wieder die Liste für die Zimmerverteilung der Gäste nicht vorgelegt. Alles in Ordnung. Das Schiff ist klar zum Gefecht, Captain. Ist das auch wahr? Mhm. Hier bitte.
Oh, look, here it is. Das ist ja schön. How do you do? Freue mich sehr. Herr Schaffner, ist bei Ihnen noch jemand drin? Ein Junge, Grabenhorst heißt er. Der kommt, kleines Fräulein. Hab ihn zweimal geweckt, der ist nur noch nicht aufgestanden. Zum Schnellzug nach Kiel bitte einsteigen und die Türen schließen. Herr Vorsteher, hier muss noch einer raus. Dann aber bitte schnell, kleines Fräulein. Wegen dir kann ich keine Verspätung kriegen. Was ist denn da Daddy, hinten Daddy, los? Daddy, ja, werft mir die Kopf raus, raus, wir sind schon zwei Minuten über die Zeit. Hier, das Radio. Ja. Achtung! Vorsicht, also, Dammsuge! Ich habe Sie doch geweckt. Sie sind nur nicht aufgestanden. Ach, was? Unverschämter Kerl. Hat mich einfach nicht geweckt. Ach, Edelbert. Sieht ja gut aus. Ja. Dalli, du nimmst die beiden kleinen Koffer, Edelbert und ich, wir nehmen den großen, nicht? Das ist doch ganz einfach. Nicht doch. Träger, ja? Die drei Koffer bitte zum Ausgang. Du, wie findest du den? Ich? Ich lade inzwischen die Koffer auf. So, Vorsicht bitte, Frau Asmus, nicht wahr? Lotti Asmus, Herr von Rosia. Sehr angenehm. Mrs. Paulo. Ah, Frau Missia. Sagen Sie mal, haben Sie auch im Sommer Maskeraden? Wieso? Na da, sehen Sie doch. Sieh dir das mal. Ist das eurer? So was. Sollen wir da mitfahren? Wenn du nichts dagegen hast. Wo habt ihr denn den aufgefischt, hä? Der ist doch so ein bisschen tüdelig. Was erlauben Sie sich, Süßes? Nein, komm her. Ja. Na, Dicky, wie geht's Oma? Und Angela geht's auch gut. Ah, vielen Dank für die Auskunft. Komm rein, abfahren. Jawohl, Cap. Beide Maschinen voller Kraft voraus. Los, du mach schon. Warten Sie es doch. Ah, lassen Sie schon. Vielen Dank, meine Herren. Los, du mach doch, dass wir wegkommen. Bisschen einsam hier. Oh, wir finden's schön. Welche von euch beiden ist nun eigentlich die Barbara? Ich, aber du kannst ruhig dick zu mir sagen. Aber du bist doch gar nicht so dick. Dann bist du also die kleine Brigitte. Aha, du brauchst aber nicht Dalli zu mir zu sagen. Hatte ich auch nicht vor, Dalli. Das ist doch kein Name. Puh. Und was sind das für komische Wundertiere da vorne? Diese Wundertiere sind unsere Ponys. Ach richtig, ja, ihr züchtet ja sowas. Tun wir. Wir haben jetzt über 100 Stück. Ja, und alle so hässlich? Das ist Geschmackssache. Puh. Soll jetzt nicht irgendwo umziehen? Das ist besser, wenn Oma dich so sieht. Na und? Oh, so können wir ihn auch Manz nicht anbieten. Manz? Wer ist denn da schon wieder? Unser Freund. Hey, halt mal eben. Hey. Geh da drüben in den Busch, aber mach schnell. Ich glaube, mit dem sind wir reingefallen. Vielleicht macht er sich noch. Ist er noch gar nicht richtig wach? Ich bin morgens auch mal ein bisschen komisch. So aber nicht. 5 Mark hat er dem Gepäckträger gegeben. So ein Angeber. Was man da alles für kaufen könnte. Du, ich glaube, wir müssten... So, von mir aus kann es weitergehen. Mensch, Dufte, wie aus dem Film. Dalli, lass mich jetzt mal nach vorne, ja? Aber bitteschön, meine Gnädigste. Bitteschön, mein Herr. Du bist wohl noch sehr, sehr... Ja, ja, ich bin noch sehr, sehr, sehr. Bitte schön. Hi. Hi, hi. Unser Besuch. Ach. Das ist Manz. Er wohnt dort in der Schmiede. Wohnt sich wohl nicht sehr gut in so einer Bruchbude, was? Hm, sag das nicht. Die Schmiede ist schon über 200 Jahre alt. Genauso alt wie unser Gutshof. Steht sogar unter Denkmalschutz. Hm, das merkt man. Die imponiert wohl gar nichts, was? Nee, sowas bestimmt nicht. Manz, kommst du heute Nachmittag mit den anderen zur Koppel? Heu wenden. Aber pünktlich um 3, ja? Mhm. Dick? Was ist denn? Komm mal her. Hm. Kommt der Waldheini etwa auch mit? Ja, natürlich. Der kann was erleben. Und der Stehdichmanns. Der ist sicherlich ganz ordentlich.
Man muss ihn nur erst richtig kennenlernen. Den hau ich zusammen, dass er selber aussieht wie eine Bruchbude. Wenn du nicht zufrieden lässt, dann bekommst du es mit mir zu tun. Du Raufbold! Fatzke! Schiedkerl! Guten Morgen, Fräulein Angela. Guten Morgen, Herr von Roth. Guten Morgen. Wäre es Ihnen recht, wenn ich heute Abend mal vorbeikäme? Geschäftlich? Auch. Einen schönen Gruß an Oma Janssen. Das werde ich lieber nicht ausrichten. Auf Wiedersehen, Herr von Roth. Auf Wiedersehen, Fräulein Angela. Gut, Junge, bist du groß geworden. Das ließ ich leider nicht vermeiden, nee, Frau. Gnädige Frau, ich hab dich schon gekannt, als du noch in den nassen Windel lagst. Für dich bin ich Oma, wie für die Mädchen, verstanden? Ja, selbstverständlich. Ah, da kommt Angela. Herzlich willkommen. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Du kannst ruhig Angela zu mir sagen. Das ist ja gar nicht, gnädiges Fräulein. Das ist Trine, die ist genauso, wie sie ausschaut. Das ist Hannes, unser Stallmeister und Mädchen für alles. Angela, zeig du ihm sein Zimmer. Komm, Edelbert. Und wir, Oma? Ihr schiert ab. Da muss neues Stroh in die Boxen. Dann muss das Stück im Garten umgegraben werden, wo der Kohlrabi stand. Da muss noch mal Salat drauf. Los, los, haltet nicht Maul auf den Feind. Wenn ihr mich braucht, ruft mich. Ja, Oma. Und ich hätte so gern gesehen, was der alles in seinen vielen Koffern hat. Die hätten wir doch auch aufbringen können. Warum denn Angela? Jawohl, gnädiges Fräulein. Als maßlos imposant und fremdartig. Nöch? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Brigitte, vielleicht benimmst du dich. Hey, hey. So, meine Herrschaften, da wären wir. Ich wünsche Ihnen schöne Tage, recht viel Spaß und einen angenehmen ersten Sturz aus dem Sattel. Aber hoffentlich dürfen wir wenigstens erstmal aufsteigen. Na, Sie haben es ja gut vor mit uns. Naja, einer muss der Erste sein, Fräulein. Jetzt habe ich natürlich Ihren Namen vergessen. Meine Damen, bitte sind Sie doch so lieb und sagen Sie mir alle noch einmal Ihren Namen. Dann verspreche ich Ihnen, dass ich jeden Namen ab sofort behalte. Esther Brandt. Ja, ich habe Sie oft im Film bewundert. Ja, ist aber nett. Oh! Lotti Asmus, seien Sie nur recht streng zu mir. Geht in Ordnung. Sie wohnen im Rosenzimmer. Backbordzeile, ne? Oh, Rosenzimmer, schön. Oh, it's lovely here. I never knew Germany was such a lovely country. Mrs. Fowler? Oh, Mrs. Fowler. Yes. Vorsichtig. Irene Trautmann. Ah. Oh. Wir freuen uns sehr, Frau Trautmann. Die wohnen mit Schiffs. Wo? Mit Schiffs. Ein Dattel war nämlich Seemann, müssen Sie wissen. Wasser? Ah. Oh, da sind ja die Pferde. Tessi von Alten. Deinen Teller. Oh. Mir auch gleich, Oma. Ich habe einen Hunger wie sieben Wölfe. Du sollst doch nicht immer über die Lehne steigen, Dalli. Reiterleben ist hart, Oma. Aber du brauchst dich doch nicht gleich wie ein Pferd zu übrigens gehen. Herzliche Grüße, Gnefa, Oma Janssen von Papa und Mama. Ach, es waren noch Zeiten, als wir mit deiner Mutter auf Erlenhof paar Forstjagden geritten haben. War eine glänzende Reiterin, deine Mutter. Was machst du denn da? Moment bitte. Fünf. Edelbert. Sieben. 8, 9, 10. Das ist gegen Verdauungsstörung bei Ernährungsumstellung. Was ist das für Krimskrams? Das sind Aufbausalze und Wirkstoffe, Oma, die der menschliche Körper benötigt. Vitamine, Arsen, Protein, Glutamin. Ach, zeig doch mal her, ja. So, ich werde das Zeug selbst vernichten. Denn wenn es auf den Misthaufen käme, können sich die Hühner dran vergiften. Aber warum? Bei uns brauchst du solchen Unfug nicht. Wenn dir wirklich etwas fehlen soll, da habe ich genügend erprobte Hausmittel. Oh, weia, mit durchschlagender Wirkung. Dann nimm den Deckel auf die Suppe, damit sie nicht kalt wird. Kannst du nicht gleich was geben, Oma? Dalli! Gnädige Frau! Was ist denn, Trine? Ein Herr ist da, sie möchte mal rauskommen. Dass einem die Leute immer mittags in die Suppe fallen müssen. Sie wünschen bitte? Spreche ich mit Frau Janssen? Ja, ich bin Frau Janssen. Winkler, Gerichtsvollzieher. Ich habe Ihnen da eine Sache vorzulegen. So? Bitte kommen Sie hier herein.
Willst du nachher nicht mal mit den beiden reiten, Edelbert? Du kannst doch reiten, nicht? Ich denke, für hier wird es genügen. Na, wir werden es jetzt sehen. Du, und schwimmen wollen wir auch. So, tja, da muss ich mich wohl erst ein bisschen akklimatisieren. Was bitte? Akklimatisieren. Aha. Sie müssen entschuldigen, aber ich war noch nie in einer solchen Situation. Solange mein Mann noch lebte, können Sie es denn nicht aufschieben? Frau Janssen, viel Zeit ist nicht mehr. Und wir sind leider streng an unsere Vorschriften gebunden. Das Finanzamt hat Ihnen den Zahlungsbefehl schon am 26. vorigen Monats zugestellt. Wenn Sie wenigstens etwas bezahlt hätten. Aber so muss ich leider... Pennen? Ja. Wissen Sie was, Frau Janssen? Ich komme in 3 Tagen noch mal wieder. Vielleicht sehen Sie zu, dass Sie bis dahin wenigstens einen Teilbetrag zusammenkriegen. Ich danke Ihnen. Und die alte Dorfkapelle, 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 bekommt ein neues Trommelfell von Herrn Pastor Singkau. Hey, sing man tau, von Herrn Pastor Singkau, ja, ja. Sing man tau, von Herrn Pastor Singkau. Wo ist er denn, euer Fatzke? Du sollst nicht immer sowas sagen, er ist kein Fatzke. Was denn sonst? Der Herr müssen erst Siesta halten. Was ist denn das? Mittagsschläfchen. Wie so ein Baby. Ihr seid gemein, bloß weil er anders ist als ihr, nicht? Guckt mal, wer da kommt. Na du, in der Uniform kann man wohl ohne Pferd reiten, was? Das verstehst du nicht. Habt ihr nicht mal eine anständige Reitbahn hier? Ach Quatsch, Reitbahn. Komm, ich zeig dir mal die Ponys. Der sieht aus wie ein Papagei mit Stulpenstiefeln. Den möchte ich mal in die Jauchengrube werfen, das nur so spritzt. Dann riecht er bestimmt angenehmer als hier. Das ist Blessi, den kannst du reiten. Der ist ja viel größer. Ja, das ist ein Isländer. Ist samt wie ein Lamm. Ja, und den soll ich ohne Sattel reiten? Sättel liegen dort im Wagen. Du kannst doch Sattel, nicht? Na klar. Das heißt, vielleicht führe ich ihn erst ein bisschen rum, damit er sich an mich gewöhnt. Gib ihm das, das frisst er gern. Ich weiß nicht. Über 100 Jahre gehört uns das alles hier und immer ist es gut gegangen. Und jetzt auf einmal? Ich kann doch nicht mehr tun, als alles zusammenhalten. Ponys züchten und verkaufen und... Na, lass mal, Oma, wir haben ja noch die Pacht fürs Forsthaus zu bekommen. Herr von Roth kommt heute Abend kurz vorbei. So, schon wieder? Vielleicht bringt er das Geld, ja? Moment schon, es hilft uns auch nicht weiter. Da, Strom, Wasser, Versicherungen, Krankenkasse. Von mir aus kann er ruhig wegbleiben, der Herr von Roth. Was hast du eigentlich gegen ihn? Du kennst ihn ja kaum. Du hoffentlich auch nicht. Wie kommst du denn darauf? Oh, ich meine nur so. Man weiß ja nicht einmal, wo er herkommt. Ist nichts und hat nichts außer seinem Weiberzirkus. Aber Oma, irgendwas muss er doch verdienen, wenn er seine Pferdezucht in Schwung bringen will. Reiterferien am Rande der Stadt. So ein Mumpitz. Das merkt ihr nur gleich. Sowas ist nicht für dich. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich denke gar nicht daran. Nö, du denkst nicht. Aber ich denke für uns beide. Verdammt, unverschämte Meere, heimtückisches Biest. Hast du dir wehgetan? Nein, aber so ein Satan. Komm mit Schwimmen, das kühlt. Gestatte bitte einen Moment, ich muss mich erst umziehen. Was gibt's denn da zu gestatten? Kleinigkeit. Hab schon mal einen Preis gewonnen. Beinahe. Soll ich dir mal Reitstunden geben? Lächerlich. Das ist doch nur, man muss sich eben erst an diese Sorte Pferde gewöhnen. Warum bist du eigentlich immer so eklig? Was heißt denn immer? Ich bin doch erst ein paar Stunden hier. So, von wegen Buchbude. Geh mir was zeigen. Den Beutel schmeißt du zuerst drauf. Ja. Pass auf,
getaucht? Wieso? Der kann schwimmen und das kannst du nicht. Dafür kann er nicht reiten und das kann ich. Was ist? Warum ziehst du dich nicht an? Ach, mein Zeug ist weg. Einer von diesen Kerls hat's mir gestohlen. Ach, Quatsch! Hier steht doch keiner. Moment mal! Hans! Komm mal hierher! Hol die Sachen runter! Was denn für Sachen? Das weißt du ganz genau. Los rauf! Soll ich's doch selber holen? Aber das ist doch eine Unverschämtheit! Wenn du nicht sofort rauf gehst und die Sachen runterholst, dann darfst du nie wieder auf dem Pony reiten! Unverschämtheit! Wie soll ich denn da hochkommen? Komm. Ein schneller Ritt erspart das Handtuch! Mach dir nichts draus, das sollte doch nur Spaß sein. Ach, Frechheit, sowas! Na, Autsch! Also, aber... Oh, Mensch! Vielleicht entschuldigst du dich mal? Wohl, wohl! Ach, blöder Abauke, du! Mach doch mal da! Wenn hier noch einer einen muckst du dann! Tschung! So. Schön. Bitte, bitte aufhören. Sei brav, nimm's ein. Ich gehe ein. Davon geht man nicht ein, mein Junge. Davon wird man gesund. Aber das ist doch vorsintflutlich. Mit 2 Tabletten aus meiner Reiseapotheke habe ich den Schnupfen sofort kupiert. Bei uns kupiert man Pferde und Hunde. Erkältungen werden bei uns rausgeschwitzt. Und dein Aufbauklimbim von heute Mittag schwitzt du dabei auch gleich raus. Angela, gib acht, dass er die Zeit einhält. Nach dem Schwitzen bekommt er ein anständiges Nachthemd von mir. Von dem Pyjamas halte ich nichts. Ich habe nie einen gehabt. Angela, wie kann man nur so hübsch und so grausam sein? Du findest mich nur hübsch, damit ich dich rauslasse. Hm? Aber das sage ich doch nicht, weil ich krank bin, sondern weil es wahr ist. Mal sehen, ob du nach einer Stunde mich noch schön findest, wenn du es richtig ausgeschwitzt hast. Ich finde sie schon jetzt überhaupt nicht mehr hübsch. Nur noch herzlos, widerwärtig, richtig ekelhaft. Siehst du, so gefällst du mir schon viel besser, wenn du nicht so viel Süßholz raspelst. Wie der da rumhüpfte, wie so eine zitternde Spinne. Als Mann sein Zeug versteckt hatte, das war eine Wucht. Nun hör doch auf. Und davon gleich einen Schnupfen kriegen. Da kannst du mal sehen. Aber dass ich ihn nicht schwitzen sehen darf, das ist eine wahre Affenschande. Er ist ja auch schließlich unser Gast. Und ich möchte bloß mal wissen, was Angela immer mit ihm hat. Pass auf, jetzt wird uns unser Fräulein Schwester gleich rufen. Ihr göttlicher Herr Roth ist gekommen. Hm, mal sehen. Dicky, auch geh du mal rüber, falls Ethelbert was braucht. Mhm. Oh, nun kann ich ihn doch noch schwitzen sehen. Giftige kleine Kröte, du bleibst, wo du bist, im Bett. Du, sei nicht so frech, sonst sag ich's Oma. Na was? Dass Herr von Roth auf dich wartet. Du bleibst im Bett. Kinder werden ja immer unterdrückt. Seit 40 Jahren, sage ich Ihnen, stellen Sie sich um auf was anderes. Auf Schweine vielleicht. Ja. Was in Tee? Danke. Schweine sind eine gute Sache und werden immer wieder gerne gegessen. Aber Ponys machen Freude. Ach, was heißt hier Freude? Hauptsache, die Piepen stimmen. Das habe ich von Ihnen schon so oft gehört wie Ihre Heiratsanträge. Das hätten Sie abstellen können, liebe Freundin, wenn Sie einen einzigen davon erhört hätten. Mir ist heute nicht zum Lachen, mein Lieber. Ja, was ist denn? Liebe Henriette, haben Sie Kummer? Ich habe großen Kummer. Heute war der Gerichtsvollzieher hier. Donnerschlag. Wissen Sie eigentlich, was heute für ein Tag ist? Wieso, haben Sie Geburtstag? Nein, das nicht, aber sowas Ähnliches. Heute vor 2 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Immenhof gekommen. Ach ja. Wissen Sie noch? Hm? Kurz geschoren, mit schiefgetretenen Absätzen. Naja, wie man eben so aussieht, wenn man zurückkommt. Ich geniere mich heute noch, weil wir Sie damals so angestarrt haben. Hm. Das Datum haben Sie so genau behalten. Hm. Weil ich Sie damals zum ersten Mal gesehen habe. So komisch war das gar nicht für mich. Ich glaube, Sie ahnen gar nicht, was ich Ihnen alles zu verdanken habe. Weil ich Oma gebeten habe, Ihnen das Forsthaus zu verpachten? Nein, Sie haben viel mehr getan. Ich wüsste nicht. Ich habe von Ihnen gelernt, dass alles noch einen Sinn hat. Dass man nicht einfach die Flinte ins Korn wirft, sondern dass man anpacken muss. Wie und wo ist ganz egal, nur anpacken muss man. Das wollen Sie von mir gelernt haben? Einfach dadurch, weil ich gesehen habe, Sie tun es auch. Denn Sie hatten ja schließlich auf Ihre Art genauso viel hinter sich. Die Eltern waren nicht mehr da,
Dann die Flucht hierher mit den zwei kleinen Schwestern. Na ja, und Vergnügen ist es nicht gewesen. 1000 Kilometer zu Fuß. Aber deshalb... Na, lassen Sie nur. Das war schon was. Und als ich das hörte, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig geschämt. Weil ich eigentlich schon hatte aufgeben wollen. Aber Sie haben es ja nicht getan und das ist doch die Hauptsache. Mit Ihrer Pferdezucht geht's doch schon großartig aufwärts. Noch sehr allmählich. Sie haben sich übrigens meinen Stall noch gar nicht mal angesehen. Aber es hat mich ja auch keiner dazu eingeladen. Doch, ich. Wann denn? Eben, in diesem Moment. Tolle Figur. Hat einen bezaubernden Schick. Trägt natürlich nur Modelle. Modelle? Ja, Modelle. Das sind Kleider, die gibt's nur einmal. Ganz allein für Sie? Na klar, was denkst denn du? Sie hat natürlich von Haus aus alle Mittel dazu. Und tanzen kann die einfach fabelhaft. Und sie hat das Foto nur für dich machen lassen? Selbstverständlich. Hast du mein Taschentuch? Und schreibt sie dir auch manchmal? Erst müsste ich ja mal schreiben. Stirner auch. Und schreibst du ihr auch? Hm. Die kann warten. Edelbert? Hm? Hast du sie... So, du wirst jetzt erlöst, du Arme. Erlöst? Ja. Wieso? Er hat genug geschwitzt. Gute Nacht, Edelbert. Gute Nacht. Aus. Ach komm, hab dich nicht so, das trocknet ja wieder. Zucker hat er vorhin schon von mir genommen. Och, dem davon geben. Kommst du schon ganz gut mit ihm aus, nicht? Ja, so allmählich. Muss nur mehr Mut haben. Denkst du vielleicht, ich hab Angst? Nein, das nicht, aber er darf nicht merken, dass er mit dir machen kann, was er will. Hoho. Sagt doch endlich, wohin ihr wollt. Zum Forsthaus. Was ist denn da los? Herr von Roth gibt seinen Schülern Unterricht in der Bahn. Und die sind immer so herrlich blöd beim ersten Mal. Ja, und was sollen wir dabei? Immer zeigen, was ein Hake ist. Wieso? Wirst schon sehen, gibt einen Pfund Spaß. Na du Armer, auf dich haben sie es ja mal wieder abgesehen. Die werden mich noch kennenlernen, diese Bauernnümmel. Die sollen sich wundern. Fräulein von Alten, haben Sie keine Angst, das Pferd tritt Sie nicht. Pferde sind Kavaliere. Herr Holtmann, ich würde vielleicht empfehlen, das Einglas in der ersten Stunde abzunehmen. In der zweiten ist es dann schon weniger gefährdet. Tja, das könnte wahr sein. Aber Mrs. Fowler, die Pferde sind zum Reiten da und nicht zum Schäkern. Oh, but that's a pity. He's such a beautiful horse. Abteilung, halt! Alles links um und anhalten. Und fertig machen zum Aufsetzen. Linker Fuß in den linken Bügel. Herr von Roth, würden Sie mir bitte mal behilflich sein? Das Pferd ist ja so hoch. Wie soll ich denn hier raufkommen? Wer nicht allein aufsetzen kann, lernt nie reiten, Fräulein Brandt. Och. Ist das Ihr linker Fuß, Fräulein Asmus? Oh. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Entschuldigen Sie, wenn ich so hart bin, aber Sie wollten es ja. So, also nur auf. So, nun, gerade sitzen. Post aus! Langsam, Herr Plötz. Oh, Mensch, schneller ging's wohl nicht, was? Sei doch leise. Sollen Sie es schon vorher hören? Also ihr wisst Bescheid. Schön langsam an der Hecke entlang, bis um die Ecke. Auf mein Kommando los. Dalli und Manns neben mir und die anderen hinterher. Aber passt auf, dass ihr nicht so dicht aufreitet. Und Edelbert? Ach, ich mach den Quatsch sowieso nicht mit. Dann eben nicht. Auf geht's. Bitte, halten Sie fest. So. So.
danke Ihnen. Keine Ursache, gnädiges Fräulein. Das war nur eine selbstverständliche Kavalierspflicht. Sind Sie mit dieser Horde hier gekommen? Nein, Sie haben sich aber gut gehalten, schöne Amazone. Oh, ja, ich habe eine furchtbare Angst gehabt. Was hätte alles passieren können? Aber Gott sei Dank, es gibt eben doch noch Kavaliere. Ja, das war sehr nett von Ihnen. Ich danke Ihnen. Roth ist mein Name. Sind Sie da im Hofbesuch? Jawohl, Grabenhorst. Ach, Ethelbert. Ja. So, dann komm mal mit, mein Junge. So, und wir gehen wieder in die Arena, gnädiges Fräulein. Kommen Sie. Eiwei. Guten Tag, Amazon! Kinder, ich sage euch jetzt zum letzten Mal, dass ihr diesen Unsinn nicht mehr machen sollt. Ihr bringt ja meine Schüler in Gefahr. Doch nichts passiert. Ihr wollt doch bloß mal zeigen, dass man reiten lernen kann. Das nächste Mal werde ich ernsthaft böse. Zur Strafe müsst ihr uns jetzt was vorhalten. So, darf ich Ihnen die wilde Bestie wieder übergeben? Na, was sagen Sie zu der Rasselbande? Ich war ja außergewöhnlich überrascht. Ich möchte ja sagen, ein starkes Stück, diese Überfall. Oh, nehmen Sie es nicht so tragisch, Herr Holtmann. Es sind halt Kinder. Die züchten diese Ponys selbst. Selbst? Hm, darauf sind sie sehr stolz. Interessant. Hm? Wie süß. Nein, die Milch! Die Milch, Captain. Ich habe schon am Gebrüll gehört, dass sie wieder an Bord sind. Oh. Ja, nimm mal. Vorsichtig. Ja. Will ich euch mal helfen? Oh, ja. Ja. Wer hat denn noch nichts? Hier, meins. Ja. Hein, geh in den Garten und hol den schönsten Blumenstrauß, den du finden kannst. Alles in Butter mit dir? Sei nicht so neugierig, hol die Blumen. Hier. Also, Prost, Kinder. Aber das nächste Mal gibt's das statt Milch. Aldi. Und die da? Na, dann sollte die auch wohl noch haben, ne? Hat Angela Geburtstag, weil der ihr Blumen schickt? Nö, hat sie nicht. Aber deshalb kann er ihr doch Blumen schicken. Ach so. Du Ethelbert? Ja? Was ich dich gestern schon fragen wollte, hast du diese Freundin da schon mal geküsst? Fragen stellst du? Ist doch selbstverständlich. Und nicht nur die eine. Na, und du? Hat dich schon mal einer geküsst? Na ja, kommt schon noch. Bist ja noch ein Kind. Ist gar nicht wahr. Diese Esther Brandt ist wirklich eine rassige Person. Wer ist denn das schon wieder? Da das Mädchen neben, in dem sehr schicken Reitanzug. Ich glaube, die könnte mir gefährlich werden. Ach, du bist ja ekelhaft. Ich glaube, die habe ich schon mal in irgendeinem Film gesehen. Gehst du oft ins Kino? Natürlich. Das gehört heute einfach zur Bildung des geistigen Mitteleuropäers. Weißt du was? Wir gehen morgen ins Kino. Los, was denn plötzlich? Wenn Oma zum Friseur muss, dürfen wir nämlich immer ins Kino gehen. Geht sie denn zum Friseur? Ich werde ihr einfach sagen, sie muss. Hauptsache, Pudelich ist noch da. Komm! Auf allen Banken bin ich gewesen. Nichts, was ich da alles an Papieren beibringen soll. Das haben wir ja nicht mehr. Lass mal, Angela. Wenn es nicht ist, werden wir auch so weiterkommen. Aber wie, das weißt du ja auch nicht. Ja, ich habe ja auch versucht, was beizubringen. Aber so ein alter Viehdoktor wie ich, aber der lieber hat doch Freund, ich will doch kein Geld von Ihnen. Was ich brauche, ist jemand, der mir Geld leiht. Ja. Richtig gehen, leiht gegen Zinsen. Ach, sagen Sie mal, da ist doch dieser Makler Windheim. Moment mal, lass uns mal sehen. Kennen Sie den? Ach ja, Windheim, Ottokar. Aus der Plönerstraße. Ja, den kenne ich. Ausgeschlossen. Mit dem dürfen Sie keine Geschäfte machen. Das ist ein Halsabschneider, ein Wucherer. Psst, die Kinder kommen. Angela, lass dir nichts merken. Tag, Oma. Ach, Kleines. Tag, Doktorchen. Tag, Doktorchen. Tag. Von Herrn Dattel mit Liebe gebunden. Ach, von Herrn Roth mit Liebe geschenkt. Ach, du bist ein alter Frechdachs. Es hat auch eine seiner Damen mit in den Strauß gebunden. Scheint aber ein ganz netter Mann zu sein, dieser Herr von Roth. Zu nett, mein Junge. Zu nett. Aber Oma, er ist wirklich so ordentlich. Doch. Aber Oma. Was ist denn? Du siehst ja so verstruppelt aus wie Dalli, wenn sie nicht ausgeschlafen hat. Das kann ich aber gar nicht finden. Doch. Das stimmt, Oma. Ich war doch erst vor 14 Tagen beim Friseur. Ja, aber trotzdem so richtig zauselig. Hm? Ah, ihr wollt ins Kino. Du merkst aber auch alles, Oma. Ja, aber gestatten Sie mir, meine Damen, Sie zu diesem kleinen Ausflug einzuladen. Aber liebe Frau, nein, das kommt nicht in Frage. Liebe Freundin, diese Freude dürfen Sie mir nicht nehmen.
Bitte? Oh, ein 20-Markschein. Ja. Lieber guter Onkel Wuttlich, dafür kriegen Sie einen Kuss. Das ist das ein Leben. Fräulein Angela, das ist aber fein. Es ist nett, dass Sie mal hier bei mir vorbeikommen. Ich komme doch nicht vorbei. Ich komme zu Ihnen. Sie haben mich doch eingeladen. Haben Sie das schon vergessen? Nein. Es ist aber schön, dass Sie es nicht vergessen haben. Nein. Wir müssen ganz leise sein. Meine Gäste halten im Augenblick Mittagsschlaf und es wäre entsetzlich, wenn Sie gerade jetzt aufwachen würden. Ich bin ganz leise. Mhm. Ah, Mirabelle. Na? Fertig mit der Arbeit? Na, dann komm mal her. Oh, welch Glanz in unserer Hütte. Tag, Herr Globisch. Tag, Frau Angela. Ein. Captain? Du lässt mir jetzt auf keinen Fall einen von meinen Schülern in den Stall. Verstanden. Schotten dicht, klar zum Gefecht. Wenn wir nun aber doch aufwachen. Ja, dann spielst du mit ihnen blinde Kuh. Oder nein, du führst sie zu den beiden dicken Eichen. Jedenfalls, wenn eine von diesen Figuren hier erscheint, du, da wirst du gebrandmarkt, gevierteilt, geschändet, gehängt und durch den Wolf gedreht. Geht in Ordnung. Überlegen Sie noch ein paar angenehme Todesarten, ne? Sind ja zwei Prachtstücke. Ja. Das hier ist meine Gegenwart. Mhm. Und das da, das ist meine Zukunft. Steht noch ein bisschen auf wackeligen Beinen, die Zukunft. Aber wir werden schon schaffen, was? Wenn Sie sich nur nicht verzetteln. Oh. Tach, Oma Janssen. Wieso? Na, die hat doch eben aus Ihnen gesprochen. Nehmen Sie das etwa auch ernst mit diesem Amazonenzirkus hier? Natürlich nicht. Aber man kennt Sie ja nur von so einem zauberhaften Damenflor umgeben. Glauben Sie etwa, dass mir dieser Damenflor imponieren könnte? Nee. Er steht zwar draußen auf meinem Aushängeschild immer noch Reiterparadies, aber wenn Sie ganz genau hinsehen, dann können Sie schon sehen, was drunter zum Vorschein kommt. Rotsches Gestüt. Und das da ist der Anfang. Oh, Dicky, sieh dir das mal an. Haben Sie mir ein bisschen Maraschino oder Cointreau drauf gemacht? Alkohol für Jugendliche ist verboten. Auch das noch. Oh. Und dann noch diese blöde Musik. Ach, bitte doch mal sehen, ob ich das blonde Gift an der Theke nicht so weit bringen kann, dass es uns etwas anständiger Musik serviert. Was darf es denn sein, bitte? Dürfte ich Ihrem Radio wohl etwas freundlichere Musik entlocken? Sie können schon mal probieren. Na? Gut. Mhm. Das ist eine andere Musik, was? Darf ich bitten? Aha. Das ist hier nämlich mein geheimer Privatsalon. Wenn ich mich mal von meinen Amazonen ausruhen will. Captain, ja? Ich habe eben im Keller ein bisschen Kaschiff gemacht. Na und? Und da fand ich das da. Da. Na und? Ja, da dachte ich, frag's mal, was damit werden soll. Was damit werden soll? Ja, kannst du ja mal hier lassen, ne? Ja, hab ich auch schon gedacht. Das ist ja Sekt. Deshalb habe ich auch gleich die Gläser mitgebracht. Ja, ist aber sehr aufmerksam von dir, Hein. Ich bekümmere mich gleich mal um die Gäste. Ja, das wäre sehr fein, Hein. So, so, sehr zum Wohle. Danke. Prösterchen. Dankeschön. Danke. Na ja, da können wir ja gleich mal darauf anstoßen, was wir uns im Leben so alles vorgenommen haben. Bei mir ist das jedenfalls eine ganze Menge. Das meiste kriegt man ja doch nicht. Doch, das kriegt man schon, wenn man nur richtig will. Das habe ich doch von Ihnen gelernt. Wenn man sich Mühe gibt und Ausdauer hat. Und wenn man vielleicht ein bisschen Gewalt anwendet. Glaubst du nicht, dass man damit Erfolg haben könnte?
Ponys? Ponys sind doch keine Objekte. Ja, wenn Sie gesagt hätten, Kaninchen, die kann man wenigstens schlachten, nicht wahr? Wie viel Prozent Zins verlangen Sie denn? Zinsen? Wo sind erstmal Sicherheiten? Sicherheiten? Die Sicherheiten liegen doch in Grund und Boden, in Haus und Mobiliar. Kann ich das Zeug verkaufen? Ich setze glatt zu. Erzählen Sie keine Märchen. Wollen Sie mir Geld leihen oder nicht? Aber ich bitte Sie, einer so angesehenen Persönlichkeit immer. Nun müsste ich das Ganze mal zusammenrechnen, ob da vielleicht... Also Sie wollen nicht. Aber lassen Sie sich gesagt sein, ich will auch nicht. Aber gnädige Frau, bleiben Sie doch. Na, Dick, wollen wir nicht mal zusammen tanzen? Aber ich kann doch gar nicht. Och, lass mal, das mache ich schon. Aber Edelbert, ich weiß nicht... Ach, tolle Musik. Das ist doch ganz einfach, du brauchst mir nur alles nachzumachen. Auch noch mit einer anderen. Nun werd mal bloß nicht traurig wegen dem. Er ist und bleibt eben doch ein Fatzke. Jawohl. Siehst du es nur endlich auch mal ein? Das habe ich doch immer schon gesagt. Wir gehen. Er kommt. Na du, wollen wir nicht mal zusammen tanzen? Tanz doch deinen Tanz, Michi. Oma! Du, das ist eine glänzende Idee. Edelbert! Guten Tag, Oma. Darf ich bitten? Edelbert, das geht doch nicht. Och, das geht doch prima. Die meisten können heute gar nicht mehr so richtig Walzer tanzen. Aber Junge, also das kann man doch nicht machen. Oh. Walzer. Walzer hätte ich auch gekonnt. Macht sie ja prima, nicht? Macht sie, kleines Fräulein. Ich könnte sie eigentlich gleich mitkaufen. Was hältst du davon? Unsere Dick? Nee, die kriegen sie für kein Geld auf der Welt. Mal wirklich was Neues in der Reklame. Ich wette, da werden sich alle Leute nach umsehen. Ausgezeichnet, Frau Jansen. Ich nehme sie alle fünf. Gut, Dick. Aber 500 ist wirklich zu viel, Frau Jansen. Dann kriege ich sie woanders noch billiger. Dann müssen Sie auch woanders kaufen, Herr Bringmann. 350, das ist das Äußerste. Tut mir leid, Herr Bringmann, aber Sie verkaufen Ihre Ware auch nicht billiger, als Sie sie herstellen können. Aber Ponys stellt man doch nicht selbst her. Wir ziehen sie auf und tragen das Risiko. 500! Mein letztes Wort. 400. Bedenken Sie, 2000 Mark bar auf den Tisch des Hauses. Ich habe doch auch noch den Transport. Also gut, 450. Abgemacht. Wann lassen Sie sie holen? Morgen früh. Morgen schon? Ja, Kleine, bist gut gefahren. Wiedersehen, Frau Jansen.
Wiederschauen, morgen. Den Weg sie mal ausscheren und links ins Tal bringen. Nein, ich bring sie auf die Koppel. Im Stall stehen sie noch lang genug bei dem. Ach, nur wenn man Herkules und Apfeltorte auch noch los. Du bist ja alles so gemein. Hör doch auf. Und du auch. Hey, los. Ach, dieser bringt man ein schrecklicher Mensch. 450. Dick macht ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Dabei kann sie doch froh sein, dass er diese Viecher verkauft hat. Für uns sind das keine Viecher. Das hättest du eigentlich schon merken können. Na, ich meinte es doch gar nicht so. Dann sag's auch nicht so. Dick ist dabei, wenn die Ponys zur Welt kommen. Die pflegt sie, bis sie groß sind. Die kreidet sie zu. Sie lebt mit ihnen. Für sie ist es jedes Mal wieder schrecklich, wenn wir sie verkaufen. Na, behaltet sie doch. Wovon sollen wir leben? Ach so. Na ja, ich dachte, der Hof und die Tiere und... Dachtest, du dachtest. Aber um das zu begreifen, braucht man keinen Verstand. Dazu braucht man etwas anderes. Was ist denn? Für dich? Ich mag nicht. Ich selber. Nee, wenn Dick es nicht will, kriegst du aber nur die Hälfte. Nee, heute sollt ihr es kriegen. Weil doch morgen schon fort muss. Nun fang doch nicht immer wieder damit an. Immer wenn man sich gerade richtig mit ihnen angefreundet hat, müssen sie weg. Ist überhaupt alles so ein Quatsch. Mit der Freundschaft und so einem Zeug. Wieso? Ich bin aber dein Freund und das ist kein Quatsch. Soll ich was tun, dass du es glaubst? Was denn? Ich würde mich sogar mit dem Patzen vertragen und immer nett zu ihm sein. Das muss denen Ruhe. Der ist nicht mal verhauen wert. Verhauen würde ich ihn noch viel lieber. Lass mal. Guck dir mal Japo an. Ich glaube, den müssen die Hufe geraspelt werden. Habe ich schon gestern gemacht, als er in der Stadt war. Bist doch ein Guter. Dick, wollen wir beide nicht mal wieder zusammenschwimmen? Es ist doch so schönes Wetter und so schöne Wellen, Dick. Und dann... Dick, das habe ich doch alles gar nicht so gewusst. Ich wollte doch nur... Schnell in die Stadt. Angela, du? Was ist denn los? Oh, nichts. Ich war nur gerade auf der Post und da dachte ich mir, wenn ich dich schon nicht sehen kann, wollte ich wenigstens mit dir sprechen. Hm, das ist aber lieb von dir. Ich wollte heute sowieso zu euch kommen. Du? Hm? Ich will nämlich mit Oma sprechen, wegen dir und mir. Nein, Jochen, das geht nicht. Bitte nicht. Warum denn nicht? Weil ich... Ich kann Oma nicht allein lassen, gerade jetzt nicht. Aber du brauchst ja Oma auch gar nicht allein zu lassen. Doch, und außerdem, sie will nicht, dass du was, und... Was, die will nicht? Die werde ich schon überzeugen. Und das schaffst du nicht. Na, lass mich nur machen. Dich habe ich ja auch überzeugt. Ja, mit Gewalt.
Ja, tut's dir etwa leid? Also, bis nachher. Kurgast, in ganz neuer Aufmachung. Los, macht schnell, dass wir wegkommen, ehe er ran ist. Los, los, nimm Rest noch auf. Ja, ja. Kann ich euch nicht ein bisschen helfen? Wir brauchen dich nicht. Hey, komm, komm. Nur Edelbert, was ist denn los? Nix. Bleib hier, Mirabel. Was ist denn, Edelbert? Ach, lassen Sie mich doch. Na, schieß mal los, mein Junge. Wir sind ja schließlich hier zwei Männer unter uns. Hä? Ach, es hat ja doch alles keinen Zweck. Keinen Zweck? Das musst du mir mal erklären. Du hast ja lauter reizende Leute um dich. Hübsche Mädchen, süße Ponys, eine bezaubernde Großmutter. Was hat denn da keinen Zweck? Na eben alles. Wenn die mich einfach abschieben... Ach so, die schieben dich. Tja, liegt das nicht vielleicht ein bisschen an dir, mein Junge? Wieso an mir? Ja, ich meine nur, die anderen sind nämlich nicht nur für dich da. Du bist auch für die anderen da. Die haben mich doch einfach ausgeschlossen. Die wollten mich ja gar nicht. Ha, einen richtigen Kerl wollen die immer. Aber das ist nun nicht so, dass du bloß anzukommen brauchst. Hoppla, guten Tag, hier bin ich. Und schon sagen die anderen herzlich willkommen. Nee, da muss man schon von sich aus was dazugeben. Ja, was denn? Na, sich selber, Menschenskind. Naja, aber wenn doch die anderen immer... Die anderen. Auf dich kommt es an, mein Junge. Nicht auf die anderen. Aber du spielst böse, weil nicht alles so glatt geht, wie du es gerne möchtest. Hast du eine Ahnung, was alles drin ist in so einem Leben? Hör mal zu, Edelbert. Mir ist es mal ähnlich gegangen. Ich habe auch geglaubt, was ich wunders für ein Kerl wäre. Und dann kam eine Zeit, du, da war ich so klein. Und da habe ich auch gedacht, es hat alles keinen Zweck. Du, dann gibt's nur zweierlei. Entweder man ist so blöde und macht Feierabend, oder man boxt sich durch. Es war ja nicht ganz einfach, aber ich habe mich durchgeboxt. Und du wirst dich jetzt auch durchboxen, mein Junge, verstanden? Ja. Ja, aber wie denn? Na, genau wie ich. Weil, wie ich mir einbildete, die anderen nicht wollten, da wollte ich. Mit aller Gewalt. Hm? Und nach kurzer Zeit hatte ich lauter gute Freunde. Kannst du das schon begreifen? Ich glaube, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Du hast es doch ganz einfach. Du brauchst dich doch bloß mit ein bisschen guten Willen auf die anderen einzustellen. Ist das so schwer? Ich glaube, ich war ein ziemlicher Idiot. Bravo, mein Junge. Jetzt kommen wir der Sache schon wesentlich näher. Wenn man nämlich erkennt, dass man ein Idiot ist, fängt man langsam an, ein Mensch zu werden. Komm, jetzt gehen wir. Wohin, zum Innenhof? Ich muss sowieso hin. Nee, ich möchte lieber noch ein bisschen... Nachdenken. Ja. Das mach mal. Tja, Herr von Roth, Sie wollen also meine sauberen Mädchen in Ihren Amazonenzirkus einspannen. Da müsste ich eigentlich Nein sagen. Aber liebe Oma Jansen, ich darf Sie doch so nennen. Sie haben es eben schon getan. Also können Sie es auch weiter tun. Liebe Oma Jansen, erlauben Sie es doch den Kindern. Wir wollen ja nur ein bisschen tanzen und fröhlich sein. Und wollen Sie nicht etwa auch mitmachen? Ich? Ja. Um Himmels Willen. Aber Oma, Edelbert hat mir doch erzählt, wie schön du Walzer tanzen kannst. Erinnere mich bitte nicht daran. Also meinetwegen Edelbert zuliebe. Aber nur Dick und Angela. Dali bleibt hier. Sie ist noch zu klein und viel zu frech. Oma, du bist die Allerbeste. Kunststück, du hast ja nur die eine. Dicky! Ja? Oh, wir gehen zu Herrn von Roth zum Ball. Zum Ball? Tag, Dicky. Wir? Ich vielleicht? Ja. Wie denn? Vielleicht eine Hosen? Ach, wir machen dir schon was. Komm schnell. Vielen Dank, Oma Jansen. Was soll ich machen? I beg your pardon. Do you wish to dance with me? No, I wish to drink. Also, ich kann das noch gar nicht fassen. Bist du das wirklich, Dicky? Ja,
Wo hast du denn das kleine Ponymädchen gelassen? Hm, zu Hause, im Schrank. Du bist ja ein richtiges, kleines, junges Fräulein. Ich? Hm? Direkt hübsch bist du. Ja. Wirklich, wunderschön siehst du aus. Oh, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ist mir vom Tanzen so schwindelig? Oder von dem, was Sie eben gesagt haben? Bestimmt vom Tanzen. So. Heute sind Sie aber nicht so aufmerksam wie neulich. Ja. Ich muss schon sagen, bildhübsche Mädchen haben Sie da auf diesem Immenhof. Ja. Die kleine Dick ist ja ganz reizend. Ja. Und wie süß sie angezogen ist. Ja. Sie sind wohl sehr verliebt in Dick. Ja. Bitte? Ich glaube, eben waren Sie mir untreu. Ja. Ich finde, mein Freund Jochen hat sich aber in der kurzen Zeit schon ganz schön rausgerappelt. Diese Pferde. Ja, nicht wahr? Wie? Haben Sie vielleicht auch Pferde verstanden? Nur einen ganz kleinen. Wir züchten Ponys. So, ich hätte zu gern die ganze Zucht gekauft, aber er gibt ja nicht mal ein Pferd her. Na ja, er fängt doch erst an. Jetzt ist aber Schluss, Liebling. Alright, alright. Komm. Darf ich mit dir tanzen, Dick? Ich möchte dich nicht noch mal so blamieren wie damals im Café, Edelbert. Dick, ich verspreche dir, dass ich bestimmt alles tue. Nein, das ist aus. Dick, ich bitte dich. Nein. Hein, willst du mal mit mir tanzen? Oh, und wie? Darf ich bitten? Oh, da sieht man Hein. Dein Freund ist sehr nett. Ja, der möchte am liebsten gleich alle meine Pferde haben. Willst du ihm welche geben? Oh, ich denke gar nicht dran. Meine Pferde sind doch der Anfang für unser Gestüt. Kann er keine Ponys gebrauchen? Leider. Furchtbar. Keiner will mir Ponys kaufen. Arme Oma. Suchst du was? Nein, ich suche nichts. Ich wollte dir helfen. Das ist doch keine Arbeit für dich. Warum soll ich sowas nicht auch tun können? Hast du nur ein schönes Zeug bei dreckig? Na, und? Gib mir mal einen Spaten. Nein. Warum nicht? Sieh du doch mal hier oben, guck zu. Sowas Dummes, Edelbert. Ich bin doch sowieso gleich fertig. War nur ein bisschen verstopft. Na, dann lass mich wenigstens den Rest machen. So ein Unsinn, Edelbert. Gibst du mir jetzt den Spaten? Nein. Dann werde ich dir eben ohne Spaten helfen. Mein Anzug! Edelbert! Lass meinen Anzug! Wenn einer mal was Falsches getan hat und es einsieht, dass es falsch war, warum straft ihr ihn dann noch? Warum lasst ihr ihn dann nicht mehr mit dabei sein? Ich will nicht mehr allein sein. Hier, ich will helfen. Da, ich habe keine Angst vor Schmutz. Ich will nicht mehr allein sein. Edelbert. Aber Edelbert. Was ist bloß mit Blessie los? Die ist doch sonst nicht so. An der Longe gehen sie am Anfang alle schwer. Du, vielleicht kriegen wir ein Gewitter. Oh, Lovett. Habt ihr Edelbert gesehen? Der sitzt da unten am Wasser. Dort, am Baum. Komm, Blessie. Oh, komm. Blessie, komm, brav. Komm, so, so. Ist schön. Ja. No, 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 no. Oh, Blessie. Oh. Entschuldige bitte, Dick. Och. Kommst du mit schwimmen? Ist sicher schön kühl. Und ich bin ganz verdreckt. Na komm! Na komm
nicht. Na, warte. Jetzt kriege ich dich aber. Na, komm, Fall, auf, fang du. Mich doch. Lass ihn in Ruhe. Fang mich doch. Los. Edelbert, hilf ihm doch. Er kann nicht schwimmen. Warum geht er denn so tief rein? Du Dussel. Mensch. Na nun, sei doch nicht gleich so eifersüchtig, Mirabelle. An den Zustand musst du dich allmählich gewöhnen, meine kleine Mirabelle. Naja, das hat sie bei mir noch nie gesehen. Noch nie? Ehrenwort. Richtig, du hast sie ja noch nicht so lange. Du? Sag mal, ist es schon so spät? Es kommt mir so dunkel vor. Oh ja, da hinten kommt ein ganz hübsches Gewitter. Gewitter? Hm. Dann muss ich sofort heim. Großmama verliert sofort die Nerven beim Gewitter. Aber Unsinn, so eine tapfere Frau wie Oma Jansen. Na, du hast sie eben noch nicht erlebt, wenn es gewittert. Ich muss heim. Aber du kommst gar nicht mehr hin, bevor es losgeht. Aber wenn sie doch solche Angst hat? Die habe ich auch. Um dich. Denn jetzt durch die Allee? Und wenn es nun einschlägt? Ja. Na, hörst du? Mirabelle sagt's auch. Und die ist klüger als wir beide zusammen. Na, bleibst du? Mhm. Oh. Oh. Jeden Augenblick kann es losgehen, bis sie doch gemerkt haben. Angela! Dann ist ja wieder bei dem von Rot. Oma! Oma! Nein! Gott sei Dank, dass du da bist. Ich habe schon solche Angst gehabt. Ich weiß, deswegen habe ich mich ja auch so beeilt. Du weißt doch, bei einem Gewitter bin ich kein Mensch mehr. Aber Oma, wir beide haben doch schon viel mehr Gewitter miteinander durchgemacht. Pass auf, dass keine zurückkommt, Edelbert! Ist gut, Nick. Ganz verrückt. Wo ist das Schneewittchen? Wer? Schneewittchen! Ich weiß nicht. Die wird wohl bei den anderen sein. Oh, verflixt. Kein Wunder, dass sie so komisch ist. Du hast ja vorhin vergessen. Was? War sie schon von Anfang an so störrisch oder erst hinterher? Ich glaube, am Gatter fing's an. Dann hast du es am Gatter zurückgelassen. Ach, wäre ich bloß am Schluss gegangen. Ich gehe und hole es. Aber doch nicht jetzt bei dem Wetter, Edelbert. Warte mal, habt ihr nicht mal irgendwo eine Lampe hier? Ja, nimm die da am Fenster. Wir müssen Dr. Puglich holen. Es muss sofort genäht werden, denn wenn es noch mehr Blut verliert... Ich hole ihn. Komm, los, gib mir ein Rad von euch. Ja. Schnell. Los. Oh. Schneiden. Tupfen. So. Einen Moment mal. So. Abschneiden.
Tupfen. Puder. Puder hier. So. So. Das wär's. Wird's denn wieder gesund werden? No, wir wollen's hoffen. Am besten hält einer Wache, hebt es von Zeit zu Zeit auf und versucht es zum Saugen zu bringen. Deine Mutter. Was mach ich? Du, Junge? Du? Du bist doch noch klatschnass und hast genug getan. Ihr geht beide ins Bett. Hannes kann bei dem Fohlen schlafen. Bitte, Oma, ich könnte jetzt sowieso nicht schlafen. Erst muss Schneewittchen. Ja, Oma, du sagst doch immer, Hannes soll ausruhen. Und lass uns doch mal ein bisschen. Also ja. Gut, dann hol ihm warmes Zeug und einen heißen Pfefferminztee. Mhm. Wir, liebe Freunde, haben auch eine kleine Stärkung nötig, nicht wahr? Wird sogar tierärztlich verordnet. Und was kriege ich, Oma? Ein warmes Bett und heiße Honigmilch. Oh, ich bin ja schon so müde. Na, wenn es anfängt zu saugen, dann haben wir gewonnen. Hm. Ich gucke morgen wieder mal rein. Dankeschön, Herr Doktor. Also, mach's gut, mein Junge. Hm. So, nun trink erst mal, ehe du dich umziehst. Danke. Dick? Ja, Edith? Glaubst du, dass es wieder gesund wird? Oh, ich hoffe. Ich glaube, ich würde nie wieder froh werden, wenn es stirbt. Du darfst doch jetzt nicht sowas denken, Edelbert. Du warst immer so nett zu mir, Dick. Und ich war immer so eklig. Aber? Weißt du, ich war immer nur allein. Und hab immer nur an mich selbst gedacht. Das war's. Wie spät ist es denn? Habe ich geschlafen? Hm. Gleich 4 Uhr, Dick. Meine Herren, so spät schon? Und Schneewittchen? Immer noch das Gleiche. Jetzt musst du dich aber mal hinlegen und schlafen. Ach, du weißt doch, ich kann nicht schlafen. Bestimmt nicht. Auch nicht mir zuliebe? Dir zuliebe? Mhm. Also, sag das nochmal. Hm, erst musst du dich schön brav hinlegen. Ich glaube, ich muss Schneewittchen mal wieder aufrichten. Vielleicht trinkt's. Ja, gerettet. Ach, Dickie. Jetzt weiß ich erst, wie schön das Leben sein kann. Edelbert! Edelbert! Ja, ja, ich komme gleich. Wirklich alles versucht.
Können wir denn dann überhaupt noch hier wohnen bleiben, Herr Winkler? Ja, ich glaube ja nicht, dass derjenige, der den Hof ersteigert, Sie gleich aus dem Hause weisen wird. Oh, wenn ich nur noch einen Ausweg wüsste. Aber ich glaube, es gibt keinen mehr. Dick! Dicky! Dick! Hallo! Dick! Aus der Stute ist was zu machen. Gib sie mir doch. Na schön, Mirabelle sollst du haben. Es fällt mir zwar sehr schwer, mich von ihr zu trennen, aber weil du es bist. Und die beiden anderen Stuten? Ach, die gebe ich nicht her. Auch nicht, wenn ich dir jeden Preis zahle. Ach, nicht mal fürs Doppelte. Das zahle ich dir auch. Kommt gar nicht in Frage. Du kannst mir doch nicht meine ganze Zucht plündern. Aber du hast doch dann immer noch genug. Nein, nein, nein. Hallo, Dicky. Halt doch mal einen Moment, ja. Ja, Dicky, das ist aber nett, dass du mich mal besuchen kommst. Was ist denn, Dicky? Jochen! Was ist denn? Aber Dicky, was ist denn? Wir müssen... Nun leg dich erst mal ganz ruhig hin, kleine Oma, und ruh dich aus. Jetzt werden wir für dich sorgen. Oh, meine Lieben, wie wollt ihr denn sorgen? Wenn das Gut versteigert wird, ist alles aus. Edelbert soll nichts merken, Angela. Pass ein bisschen auf. Ja. Nun sei mal ganz ruhig, Dicke. Wir werden da schon einen Ausweg finden. Jetzt reite zurück. Ich komme nachher mal rüber. Was hat sie denn? Nein, jetzt wird's ernst. Sag mal, Peter, wie war das mit deinem Angebot für die beiden Stuten? Siehst du, habe ich ja gleich gewusst, dass du sie hergibst. So? Na, dann warst du schlauer als ich. Ich weiß es nämlich erst seit jetzt. Sag mal, du hast doch vorhin gesagt, du zahlst jeden Preis. Mach ich. Das will ich gar nicht. Die Stuten gehören dir. Oh. Aber ich brauche... Na was? Jochen, was willst du denn hier? Ich hätte gern meine zukünftige Schwiegeroma mal gesprochen. Ja, warum denn? Du willst sie doch nicht unseretwegen sprechen? Nein, nein, hab keine Angst, es ist rein geschäftlich. Sonst hättest du auch einen ungünstigen Moment erwischt. Nur, das will ich noch nicht mal sagen. Bitte sei so lieb und melde mich gleich an, ja? Ja, was ist denn los mit dir? Das wirst du ja sehen, komm. Oma, der Herr von Roth ist da. Oh, um Himmels Willen. Oh. Entschuldigen Sie, Herr von Roth, aber ich bin heute ganz durch. Ach, das macht nichts. Ich fasse mich kurz. Gestatten? Bitte. Es handelt sich um das Forsthaus. Ich hatte mir gedacht, natürlich nur, wenn es Ihnen recht ist, ob ich das Forsthaus nicht vielleicht kaufen könnte. Kaufen? Wieso? Tja, ich weiß natürlich nicht, ob Sie es wollen, aber ich habe da im Moment ganz zufällig eine kleine... Das heißt, es ist eigentlich schon eine etwas größere Summe. Und wenn Ihnen die vielleicht als Anzahlung genügen würde. Wie viel ist es denn wert? Also mir ist es sehr viel wert, liebe Oma Jansen. Erstens überhaupt und dann eben zweitens auch aus rein familiären Gründen. Ich habe nämlich die Absicht, mich demnächst... familiär etwas zu verändern. Und da meine Braut hier sozusagen in der Nähe zu Hause ist, fast unmittelbar, da bliebe sie eben dadurch in der näheren Nachbarschaft. Ich muss gestehen, Herr von Roth, ich habe Sie immer für einen ziemlichen Windhund gehalten. Aber da ich einen Windhund nicht gern in der Familie hätte, muss ich mein Urteil wohl korrigieren. Bitte verzeihen Sie mir. Aber Oma Jansen.
Heidelbert, jetzt kannst du schon ganz gut. Ja. Du hättest ihn ohne Sattel galoppieren sehen sollen. Komm, Heidelbert, komm mit. Wohin soll ich dich denn fahren? Wohin du willst. Zu den Wolken oder auf eine Insel, wo es niemanden gibt außer uns. Und dann? Dann? Lass mich mal. Wie du es mit deiner Freundin getan hast. Der hast du doch auch nicht geschrieben. Meiner Freundin? Was für eine Freundin denn? Nun, die von deinem Nachttisch. Die du geküsst hast. Aber... Und morgen bist du wieder bei ihr. Dann sind all deine anderen Freundinnen auch noch da. Aber das ist doch jetzt alles ganz anders, Dick. Die habe ich doch schon längst alle vergessen. Das war doch nur Angabe. Ach, das sagst du jetzt nur so. Morgen bist du wieder bei ihr. Und dann wirst du mich vergessen. Aber Dick... Ach, hör auf. Morgen fährst du weg. Da bin ich wieder allein. Aber du bist doch gar nicht allein. Du bist doch noch Oma und Angela und Dalli. Ach, die. Das ist doch nicht dasselbe. Oma ist alt. Dalli ist klein. Und Angela geht weg. Und morgen gehst du auch weg. Aber das muss ich doch. Und dann ist niemand mehr da, mit dem ich reden kann. Niemand, aber auch niemand. Dick. Dick. Dick, wein doch nicht. Bitte sei ruhig, Dick. Liebe Dick. Meine Liebste. Meine Liebste, ist das wahr? Ja. Nein, meine liebe Freundin Henriette, nun lassen Sie mich einmal sagen, wie das mit uns beiden war. Ihr beide seid ja nun endlich ein richtiges Brautpaar. Aber die Oma und ich... Nein, doch. Wir sind ein verhindertes Brautpaar. So. Da kam ein Blitz dazwischen. Und das war so. Wir saßen auf dem Kanapee. Ich hielt Henrietten bei der Hand und wollte mich gerade ihr zu Füßen sinken erklären. Da fährt ein Blitzstrahl hernieder. Ich fall auf die Knie, Oma in Ohnmacht und so blieb ich Junggeselle. Oh, wie schade. Aber darauf wollen wir einen Trink. Ja, gut, hier rein. Ist. Bleiben denn nur die zwei? Ich weiß. Wirklich unglaublich. Nimm mich doch mit, Edelbert. Bitte, nimm mich mit. Es geht doch nicht, Dick. Ich muss doch erst was lernen. Das weißt du doch. Schreibst du mir auch bestimmt? Bestimmt, Dicky. Immer. Alles? Immer. Alles. Und behältst mich lieb? Ich kann gar nicht anders, Dick. Ich kann morgen nicht mit zur Bahn kommen. Warum willst du nicht? Ich muss sicher so weinen heute Nacht, dass sie mir alle ansehen, was los ist. So, Platz hätte ich. Schade, dann haben wir keinen, mit dem wir veräppeln können. Oder verhauen. Na, ihr beiden. Nächstes Jahr wieder. Hm.
Tschüss, ihr zwei. Und grüßt alle nochmal. Tschüss, Edelbert. Und komm bald wieder. Tschüss, Manns. Und du auch. Wiedersehen. Thank you.